So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich war jetzt eben schon ganz knapp kurz vor McDonald's. Dann habe ich gedacht, nee, komm, lauf nochmal zurück. Hol nochmal die Kamera und film mal deinen Weg zu McDonald's durch den Wald, wie brutal das ist. Heute ist bei mir Mittwoch. Ab heute soll es den neuen M-Burger geben. Also der feiert Rückkehr. Der neue M-Burger. Es gab also einen alten M-Burger und ich war total perplex. Also ich dachte, der alte M-Burger war irgendwas wie so ein Laugenbrötchen, glatt, bisschen dunkler und hat oben so ein M reingebrannt gehabt, dass da wirklich ein M drauf stand. Vielleicht habe ich da aber auch an Magnum gedacht, an das Magnum-Eis. Keine Ahnung, was mich da geritten hat. Wir haben das Megascot-Video gesehen, der alte Burger war ein richtig delicious, ultra Steakhouse-Burger, irgendwas so, sowas Gehobenes, habe ich noch nie gehabt, habe ich noch nie gesehen, den kenne ich wahrscheinlich gar nicht. Jetzt kommt er zurück oder ist eben neu. Den möchte ich heute mal testen. Damit das Video nicht so langweilig ist, habe ich gedacht, nehme ich euch mal mit auf den Weg zum McDonald's, ja? Denn wir sind in Meiningen, da ist McDonald's. Hier ist der Challenge-Tisch. Hier sitze ich immer mit dem Hannes, wenn wir hier das ultimative Bier-Tasting machen oder Maß kreieren. Wir müssen aber jetzt ein Stück weiter. So, das hier ist die Hauptstraße, wo es normalerweise lang geht, wo man immer lang fährt. Wir verlassen die Hauptstraße und biegen hier ein in eine Sackgasse. Da vorne ist ein Sackgassenschild. So, hier sieht es noch gut aus. Wir sind mitten in der Zivilisation. Guckt euch diesen heftigen Zaun an. Der ist natürlich alles nur Attrappe. Also das ist so eine Folie, die da aufgeklebt ist. Als ob ihr denkt, dass da so heftige Steine sind. Wir müssen aber weiter ins Nichts. Ihr seht, die da vorne gelaufen sind, sind auch schon verschollen. So, jetzt sieht es schon ein bisschen abgefuckt aus hier hinten. Hier kommen nämlich jetzt auch lauter Garagen. Dann kommst du plötzlich hier raus, was mitten an der Hauptstraße ist. Das heißt, hier fahren auch ständig Autos vorbei. Da musst du mal aufpassen, da hinten siehst du nämlich nichts. Da ist eine Bushaltestelle, wir müssen aber da rüber. Hier steht sogar nochmal ein Challenge-Tisch. Also falls unserer mal abgerissen wird, könnte ich mich mit Hannes auch hierher setzen. Hier ist auch ein Mülleimer daneben. Hier gibt es halt keine Sitzplätze. Aber das macht nichts. Campingstuhl regelt. Dann geht es weiter vorbei an diesem Blitzer, der hier steht. Der stand mal woanders. Jetzt steht er gerade hier. Der macht dann so. Wenn ich mich daneben stelle, bin ich auch fett. So, hier sind noch irgendwelche Gärten. Das ist eigentlich auch immer ganz cool. Aber wir laufen jetzt neben der Hauptstraße entlang. Immer noch Richtung Wald oder Gebüsch. So, da liegt Müll. Da liegt auch Müll. Das ist Mining, aber wir müssen weiter. Dieses Gartentürchen hat sein eigenes Nummernschild inklusive Stacheldraht und da drüben hängen auch noch weitere Nummernschilder dran. Sieht ein bisschen verlassen aus, aber keine Ahnung, da kannst du bestimmt gut chillen. Schnell weg hier, krieg ich schon ein bisschen Schiss, wenn man hier langläuft. So, ihr seht schon, wir kommen immer weiter ins Grüne. Hier ist aber auch noch mal ein Garten mit einem grünen Zaun. Da sind sogar Wachteln oder was das ist, Wachteln drin. Da ist eine Rutsche, also da ist ein Pool. Wir müssen aber weiter hier runter, diesen super Waldweg entlang. Das Gute ist, egal wie weit man läuft, man hört immer wieder die Autos neben einem. Also falls ein Wildschwein kommt, springt einfach rüber und rettet euch auf die Straße, falls das Wildschwein kommt. So, hier ist dann vorbei, weil hier geht es aus dem Gebüsch raus. Wieder auf die Straße und da seht ihr schon die Einfahrt Maggis und hier ist auch schon gleich Werbung dafür für den neuen Burger. Zwei Hände voll Geschmack, neu, 100% Rindfleisch aus Deutschland, der M. Dreimal Käse, zweimal Fleisch, ist also ein Big Mac. Alles klar, den hole ich mir jetzt. So, ich bin wieder raus, ich wurde ein bisschen aufgehalten, also ich habe jetzt meinen M-Burger dabei in der Tüte. Ich habe mir, weil es so warm ist und ich jetzt den ganzen Weg zurücklaufe, hier noch eine Cola besorgt. Die ist also noch bis oben hin voll, ist eine Cola Zero. Und plötzlich kommt von links ein Typ und sagt, ey Ramon. Und ich gucke so, da war es der Markus. Der Markus B. Aus eigentlich ehemals Hildburghausen. Ich weiß gar nicht, ob er da noch wohnt. Mit dem war ich zusammen in der Realschule. Das ist 2005. Das ist fast 20 Jahre her. Ich habe den 20 Jahre nicht gesehen. Jetzt hat er gesagt, setz dich doch kurz mal hier. Jetzt haben wir da fast eine Stunde geredet über Gott und die Welt. Ich muss jetzt aber heim. Ich muss jetzt den Burger testen, jetzt wo der kalt ist. Und
Ich möchte mir, damit ich Kraft habe für zu Hause, jetzt noch schnell diese Cola chucken, ob ich das schaffe. Cola Zero. Das war die Cola Zero 0,5 Liter. War aber jetzt schon ein bisschen warm. Deswegen, das ging eigentlich besser als gedacht. Wir nehmen den Burger, wir gehen heim und wir testen jetzt den M-Burger, den neuen. Ich wollte sogar noch Jalapenos drauf machen lassen, aber ich muss den ja erstmal probieren, wie der so schmeckt. Und ich habe noch Soße zu Hause. So, jetzt bin ich endlich zu Hause angekommen. Der Burger ist natürlich schon kalt, wie gesagt. Ich möchte euch aber trotzdem noch mal ganz kurz auf die McDonald's-App verweisen. Das flackert ja gar nicht, das sieht ja cool aus. Zwei Hände voll Geschmack, neu der M. Es gibt jetzt einen extra Reiter in der McDonald's App. Da ist der drin, da ist auch ein Coupon. Da kriegt ihr den für 5 Euro. Der kostet normalerweise nämlich 7,99 Euro, also 8 Euro. Jetzt spart ihr 3 Euro, wenn ihr den Coupon in der App nehmt. Und was ist das überhaupt? Was soll da drauf sein? Hier steht nochmal die besten Zutaten. Der M kommt mit doppelt saftigem Beef, dreifach zart schmelzendem Cheese, einer cremigen Spezialsoße. On top gibt's knusprige Röstzwiebeln, weiße Zwiebeln, würzige Gurken und knackigen Salat. Alles zwischen zwei fluffigen Mohn-Sesam-Buns. So, den wollen wir uns jetzt mal angucken. Wenn wir den aus der Tüte hier rausholen. Ah, da ist gerade ein Unfall passiert. Ich wollte den irgendwie rausholen, aber irgendwie ist der ganze Karton so durchgeweicht und versifft. Jetzt muss ich mir mal das Papier hier hinlegen. Also besser wäre wahrscheinlich ein Teller. Der Karton sieht ja schön aus. Guck mal, da steht einfach der M. Und wenn wir den aufmachen, ist das auch ein Mods-Teil, muss ich sagen. Also ein Big Mac ist ein Scheiß dagegen. Big Mac hat zwar auch zwei Fleischteile, aber das Brötchen ist schon hochwertiger. Ihr habt hier wirklich viel mehr Durchmesser bei diesem Burger dabei als normal. Da kann man das nicht mal hier rumklappen. Wenn wir es mal aufmachen, mal gucken wir mal hier rein. Hier ganz viel Matsch ist da drauf. Das sieht toll aus. Hier das Fleisch, wenn wir das versuchen hochzuheben, sehen wir dazwischen irgendwo, ist da also der Käse. Der Käse hat das Fleisch festgehalten. Unten drunter ist auch nochmal Fleisch. Und an sich ist es halt einfach eine mega Sauerei. Jetzt habe ich lauter Mohn an den Händen. Das ist auch cool. Wir wollen aber mal reinbeißen. Nehmen den jetzt falsch rum, beißen mal hier unten rein. Wie ist denn der Geschmack? Also ich kenne, wie gesagt, den normalen M nicht oder den alten M nicht. Ich kenne Big Mac und ich muss sagen, der schmeckt mir auf Anhieb besser als Big Mac, weil er auch eben fetter ist, größer, präsenter. Du hast hier eine leichte Essignote, was leicht säuriges, durch die Gurken vielleicht und das Zeug. Du hast durch die Soße aber auch irgendwie so eine kleine Senfnote dabei. Das ist eine Senfsoße, das ist eine Spezialsoße mit Senf, mit irgendwas. Mir fehlt aber noch was. Also den würde ich so essen. Ich möchte aber trotzdem mal gucken, wie das ist, wenn ihr jetzt einen Tropfen Mad Dog da drauf macht. Also muss ich jetzt mal hier liegen, Servietten rum, du Arsch hier. Warum nimmst du denn immer die Hose und packst alles an die Hose dran? Wir wollen jetzt mal die Mad Dog 357 nehmen. Aus 6 Millionen Scoville Pepper Extrakt. Machen da jetzt mal einen Tropfen auf den M-Burger. Vorsicht, jetzt nicht übermütig werden, nicht, dass da hier eine ganze Tonne rausfließt. Also da wirklich ganz leicht und zart einen Tropfen drauf. Ein Tropfen für die ganze Schulküche. Haben wir jetzt hier drauf. Probieren wir jetzt mal da. Also der Geschmack bleibt weitestgehend gleich. Aber es zieht so eine Schärfe jetzt durch. Das ist wieder richtig genial. Und ich finde, er ist auch so schön fleischig.
gerade bei so fleischigen Sachen passt das immer gut, ein bisschen Mad Dog zu nehmen. Ich wage jetzt das Experiment, dass ich hier auf diesen Fleischbatzen noch einen zweiten Tropfen Mad Dog mache. So, da ist der zweite Tropfen drauf. Und jetzt möchte ich den Burger einfach noch aufessen. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ich finde ihn gut. Ich finde, er schmeckt. Ich finde ihn besser als den Big Mac. Der ist dick, der ist fett, der ist groß, der ist frampig, der ist wuchtig. Der hat schön Fleisch, der hat schön Käse drauf. Und mit ein bisschen Mad Dog ist er auch ultra scharf. Deswegen würde ich mir vielleicht öfters gönnen. Mal gucken, aber den Gutschein gab es ja nur einmal mit 5 Euro, ansonsten 8 Euro. Aber irgendwie kosten fast alle Burger 8 Euro, aber den finde ich gut. Den empfehle ich. Wenn ihr den kennt, schreibt es rein. Wenn nicht, probier den mal. Mit dem Gutschein, 5 Euro. Nochmal kurzes abschließendes Wort. Also der Burger ist wirklich klasse. Jetzt gerade auch hier unten unter dem Fleischstück merke ich, da sind auch jetzt diese Röstzwiebeln, da kommen nochmal so Röstaromen durch. Und mir war es auch wichtig, das mal ein Stück laufen zu lassen, damit ihr seht, dass ich da nicht reinbeiß in den Mad Dog Soßenteil, dann schnell das Video ausmache und mir eine Tonne Milch reinschütt, sondern dass ich wirklich dann, wenn ich die Schärfe im Mund habe, den Burger genießen kann, beziehungsweise die Mad Dog Soße genießen kann. Das ist eine Soße, die hat mich früher umgebracht. Da lag ich mit Magenkrämpfen in der Ecke, der Tag war vorbei, da ging gar nichts mehr. Mittlerweile kann ich diese Soße genießen. Ich kann mir einen Tropfen auf einen Burger machen, kann da reinbeißen, kann das genießen. Und das ist richtig genial. Schärfe kannst du antrainieren. Ihr macht das natürlich nicht. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Komm, dann mach mal auf den letzten Bissen auch noch einen drauf, weil ich irgendwie gar nichts mehr merke von der Schärfe. Weil der wirklich, der saugt auch richtig gut auf, also durch den ganzen Käse und durch das ganze Fleisch ist das wirklich einfach richtig genial und passt dazu. Hier nochmal Mad Dog drauf, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Mmh. Genial.